Und schon wieder ein neues Blatt. Die Banane. Ja, das ist der Wahnsinn. So, pass auf, machen wir einen kleinen anderen Einstieg als sonst. Ich möchte euch nämlich das mal kurz zeigen. Nein, nicht die Kugel, die wollte ich gar nicht. Das hier. Unsere Mammutbäume. Metasequoia glyptostroboides. Ist wunderschön. Das ist so genial, dass das so klasse funktioniert. Befinden sich nach wie vor im Wachstum. Sind sie tatsächlich indoor prädestiniert in dem Sinne? Die dunkle Kugel im Hintergrund, weißt du, was das ist? Ja, nein, weißt du nicht. Das ist unser Kokedama, und zwar unser Kaffee-Kokedama. Guck, ich das jetzt so drauf bekomme hier. Ich ziehe das mal ein bisschen rüber. Guck mal, es kommt ein neues Blattpaar herausgewachsen. Vor kurzem ist erst dieses herausgewachsen hier. Heute habe ich auch gedüngt, nicht heute, heute Nacht in dem Sinne. Das Ganze bei ca. 500 Mikrosiemens dann vollsaugen lassen und jetzt ist er voll gesogen und kann wieder hingehangen werden. Ist schon eine coole Sache, dass das so funktioniert. Mag man eigentlich nicht glauben, ne? Ist aber tatsächlich so gegeben. Kokedama, das ist so eine coole Sache. Kann man ganz viel mitmachen. Nein, ich nicht. Ich habe da nicht die Zeit für. Aber so als Anregung für euch, Kokedama ist eine mega coole Sache. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Jetzt haben wir schon einen kleinen Einstieg gesehen. Als nächstes schauen wir uns unser Glücksbäumchen an, wie es sich weiterentwickelt. Ich muss auch heute nochmal nachmessen, denn wir hatten ja letztes Mal Wasser nachgefüllt. Und da wir ja hier den Langzeitdünger drin haben, muss ich jetzt mal kontrollieren, wie das ausschaut mit den Werten, ob sich da was verändert hat oder nicht in der Zeit. Denn ich möchte ja gucken, dass er ordentlich regelmäßig versorgt wird, beziehungsweise wir testen ja in dem Sinne dass, diesen Dünger und gucken mal, inwieweit, wie lange der tatsächlich dann ausreichend ist für die Pflanzen. Ne? Ja, ist wieder ein bisschen gestiegen, wir haben 611 Mikrosiemens, ist okay, können wir tatsächlich noch so lassen. Wir hatten damals, glaube ich, 1000, noch ein paar zerquetschte sogar anfangs und jetzt sind wir tatsächlich schon bei 600, also es wird langsam weniger, ne? Das müssen wir jetzt beobachten. Ich denke mal, wann könnten wir denn jetzt wieder düngen? Warte mal, am 4.11. gar nicht, abgeschnitten hatte ich ihn da, lol. Am 19.8., ne? 8, 9, 10, 11, 12. So, das sind jetzt 4 Monate. Bei dem Dünger steht bis zu 6 Monate. Nur habe ich aber auch nur weniger genommen. Ich weiß nicht genau, wie viel weniger, jetzt müsste ich auch mal nachgucken, entsprechend logischerweise. Aber wir hatten weniger genommen, als angegeben war, glaube ich, damals. Und 4 Monate. Ja, es ist schon mal okay. Also ich denke mal, einen Monat noch ungefähr, dann sind wir bei 5 Monaten. Und dann können wir tatsächlich das Pflänzchen wieder aufdüngen. Dann dementsprechend auch wieder mit dem Langzeitdünger, so wie wir es vorher gemacht haben. Da muss ich nochmal genauer nachgucken, wie wir das gemacht haben. Ist ja kein Problem, das finde ich schon wieder. Hoffe ich zumindest. Ne? Weil ich habe es mir... Habe ich es hier drauf geschrieben oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ach Mann, ey. Ja, ich muss noch ein bisschen genauer werden, glaube ich. So, pass mal auf. Jetzt schauen wir uns das Ganze etwas näher an, denn sie hat einen Wachstumsabschluss gebildet vor kurzem. Ist ja nach dem Rückschnitt ausgetrieben. Wunderschön. Richtig kräftige, große Blätter ausgebildet. Und hat einen Wachstumsstopp hingelegt, hat die Blätter ausgereift. Und ja, ich quatsch hier rum. Pass mal auf, ich zeige euch das mal. Ist doch viel besser, als wenn ich hier rumsitze und quatsche. Mensch, mein Gott, Detlef. Schauen wir uns das jetzt hier mal näher an. Ich hatte es letztens schon gezeigt, aber ich zeige es jetzt nochmal, weil das ist so wunderhübsch. Ne? Das ist so hübsch anzusehen. Er hat wieder zweierlei Blätter ausgebildet. Hier sehen wir jetzt ein großes Blatt, ein längliches Blatt. Das sind auch die neuen Blätter, die hier rausgewachsen sind nach dem Rückschnitt. Ne? Genauso wie hier auch. Ein richtig kräftiges, großes Blatt ausgebildet und dann dementsprechend wieder diese gebuchteten Blätter. Das Ganze hatte sich ja auch verzweigt. Die sind so hübsch, die Blätter. Das Ganze hatte sich auch verzweigt. Mal gucken, ob ich das gleich so drauf bekomme. Dass wir das mal sehen können. Mega hübsch. Ach guck, da kann man es ja sehen. Ja, da siehst du die Schnittstelle in der Mitte. Jetzt kann ich leider nicht zoomen. Und dementsprechend ist das verzweigt. Allerdings ist jetzt ein Trieb, der sich entschieden hat, nach oben zu wachsen. Das ist dann dementsprechend auch die Knospe, die ausgetrieben ist, beziehungsweise das Ästchen in dem Sinne, was oberst ist. Das wächst jetzt tatsächlich auch als erstes wieder mit heraus. Also möchte er weiter nach oben wachsen. Alles cool. Das sieht richtig cool aus. Richtig hübsch. Ne? Mega. Das ist so klasse. Dass das so einfach funktioniert mit diesem Langzeitdünger. Aber wir brauchen uns ja auch gar nicht drum kümmern in dem Sinne, außer immer Wasser nachzufüllen. Das hat mega cool funktioniert. Ne? Und wir sehen, die Blätter sehen jetzt ganz anders aus als die alten Blätter von damals. Ne? Die sind ja auch gut gewachsen, aber jetzt sind sie wesentlich größer. Obwohl das die Blätter vom Neuaustrieb sind. Ne? Die sind ja in der Regel eigentlich etwas kleiner. Ist aber hier nicht so gegeben. Da bin ich mal gespannt, wie das Ding dann abgeht demnächst. Ja, Schmitz Katze, weiß Bescheid.
Alter, die sind, ja, das ist auch hübsch, das Blatt, ne? Mega hübsch. Also da bin ich noch gespannt, wie die Pflanze sich entwickelt, wenn sie größer wird. Stecklinge werde ich nicht mehr von machen. Hatten wir ja gemacht, ein Kopfsteckling. Sah vor kurzem ja auch noch gut aus, ne? Auch Lentizellen tatsächlich gebildet, interessanterweise an den Blattansätzen, also Blattstielen im Prinzip, da wo die Blattstiele dran waren. Ich hatte es zweimal, glaube ich, gezeigt, einmal auf Instagram, dann hier auch. Und ja, nachdem ich es dann gezeigt hatte, zwei Tage später sind die Blätter abgefallen. Vom Steckling. Ne? Jo, da war er hin. So ist das. Ne? Denkst du erst, oh, yippie, ja, yeah, klappt und dann plötzlich doch nicht. Ne? Ob es daran gelegen hat, dass ich ihn rausgeholt habe aus dem Wasser und mal in die Luft gehalten habe? Ich weiß nicht. Nun ja, scheint auf jeden Fall nicht so einfach zu sein beim Glücksbäumchen hier in dem Sinne. Brachychiton. Oh Mann, der ist so hübsch, ey. Ja, die Alocasia bekommt ja neues Blatt unten. Zeige euch nächstes Mal, ich denke mal. Hatten wir ja vor kurzem erst gesehen. Das schauen wir uns dann an. Na, was ist jetzt los hier? Hallo? Das schauen wir später mal an, ne? Wenn man eine weitere Entwicklung sehen kann. Alter, ist so genial. Mega hübsch. Okay. Kommen wir zum nächsten Bäumchen. Und zwar ist das das hier. Unser Jackfruit-Bäumchen. Lässt sich ja ganz einfach durch Samen vermehren. Durch Stecklinge. Ja, nein, vielleicht. Da sind wir auf einem guten Wege, würde ich sagen. Und zwar ist das das Schätzchen hier. Ne? Den hatten wir bereits bewurzelt und auch eingepflanzt hier. Steht im Anstau. Am 29.10. ist eingepflanzt worden, das Ganze. Ich muss mit dem Wasser wieder nachfüllen, habe ich noch nicht gemacht. Zum einen, weil ich ihn hier hingestellt habe. Zum anderen, weil wir heute das erste Mal düngen werden. Tatsächlich das erste Mal. Das eine Blatt ist herausgewachsen, ist richtig blass. Richtig blass und von daher müssen wir hier düngen. Wie gesagt, das Ganze war am 29.10. haben wir das eingepflanzt. Das ist fast zwei Monate her. Ne? So lange hat es gedauert, bis das Blatt sich ausgebildet hat hier. Und jetzt bekommt er Nährstoffe bei 400 bis 500 Mikrosiemens, wie wir das schon kennen. Das werde ich heute nicht zeigen. Auch dazu zeige ich es mal. Ich kann es nicht jedes Mal zeigen. Ne? Okay, Jackfruit geht, aber sehr schwierig. Interessanterweise bei dem hier nicht. Ich will mal eben gucken, ich zoome das mal ein Stück zurück, ob ich das jetzt so hinbekomme, dass ich das mal eben umstelle hier. Warte mal auf, wir haben nämlich noch die anderen Jackfruit. Die gibt es noch. Sie gibt es immer noch. Hoffentlich bleibt jetzt, oder kommt der scharf gestellt? Ja, geht so, ne? Guck mal, das Schätzchen kräftig grün, aber Wurzelbildung nach wie vor nicht gegeben. Ja, ist so, ne? Nehmen wir einfach so mit, erlebt, ist knackig, frisch, richtig grün, Wachstum nicht gegeben, aber nach wie vor keine Wurzeln. Er hat zwar Lentizellen ausgebildet, jetzt kann ich es leider nicht so wirklich, ich versuche es mal so ein bisschen, vielleicht kann man es sehen unten, ne? Kann ein bisschen was erkennen, ja doch. Also das funktioniert so weit, aber leider macht er keine Wurzeln. So, dann kommen wir zum nächsten Schätzchen, das ist das hier. Auch der steht hier im Wasser. Aber auch hier, ja, man kann sogar Wachstum schon sehen. Guck mal, ach, da kommt ein kleines Blättchen raus. Kräftig grün, aber, ja, wieso aber? Pass mal auf, machen wir das mal so, plupp. Ich nehme mal kurz raus, dass wir das vielleicht so besser erkennen können. Ne? Also wir sehen hier, die Lentizellen sind aber jetzt auch nicht mehr weiß, die sind jetzt bräunlich. Tja, was ist los? Macht er nochmal Wurzeln oder nicht? Also ist schon, ne, merkwürdiges Phänomen, ne? Sehr merkwürdig. Okay, müssen wir einfach so belassen. Gucken, was damit noch passiert im Laufe der Zeit. Also, ja, ich habe da nicht wirklich mehr Hoffnung. Ach guck, hier haben wir sogar drauf geschrieben. Am 17.09. haben wir das Ganze gestartet. Dann haben wir am 12.11. mal mit Leitungswasser das Ganze aufgefüllt, weil es ja nicht funktioniert hatte. Ne? Aber hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Ich fülle jetzt auch jedes Mal wieder dementsprechend reines Wasser nach. Also, ja, vielleicht sind deswegen auch die Lentizellen braun geworden durch das Leitungswasser. Okay, aber auch hier nach wie vor, ich glaub's einfach nicht. Ne? Guck dir das an. Wieso ist das so? Ne? Frischgrün und wächst sogar. Jetzt gibt's was Feines, Kleines. Es schlüpft aus dem Boden, man kann es erkennen, ein Berg hat sich erhoben. Und das ist so schön. Na, weißt du noch, was das ist? Ja, unser Seemandelbäumchen, naja, Sämling, den wir hier eingepflanzt hatten gemeinsam vor kurzem, ist wunderbar heraus, oder wächst jetzt wunderbar heraus. Und das Ganze war am 19.12., das ist auch noch gar nicht so lange her. Moment, war das wirklich der 19.? Nee, gar nicht wahr, der 9. Der 9.12. Der 9.12. war das. Ja, also läuft, ne? Wunderschön. Ach, das ist so cool. Aber wir hatten ja noch ein Geschwisterchen. Das schauen wir uns jetzt auch mal an, denn den haben wir ja in die neue Brutstation gelegt, damit er sich erstmal weiterentwickelt, ähnlich wie dieser hier, mit Seitenwurzeln. Das klappt genial. Warte mal.
Der 9.12. war auch für dieses Schätzchen der Übergang hier in diese Brutstation. Vorher lag er ja im Zeber drin, gestartet das Ganze am 19.08.2019. Ne? Hat lange gedauert, bis er gekeimt ist. Dieser hier, die haben ganz unterschiedlich gekeimt. Ne? Einer ganz schnell, einer eben langsamer. So, und schauen wir mal, wie er sich jetzt entwickelt hat hier drin. Ich mache einmal am Tag auf, schaue mir das Ganze an. Ich habe es jetzt ein bisschen dunkler gestellt, damit er nicht so grelle ist. Ne? Also er bildet tatsächlich jetzt Seitenwurzeln aus. Ich warte noch, bis sie so etwa 2 cm lang sind. Dann kürzen wir die Hauptwurzel ein und werden den dann auch einpflanzen. Alles klappt, läuft, ne? Richtig genial. Hätte ich nicht gedacht, aber nun ja, ne? Ab und zu mal was Neues ausprobieren und dann lernt man auch wieder etwas dazu. Wie gesagt, einmal am Tag gucke ich hier rein, um dann halt auch Gewissheit zu haben, wie das Ganze sich hier drin entwickelt. Okay, und dann schauen wir uns jetzt das Geschwisterchen an, was schon ein bisschen größer ist. Ja, muss ich gleich mal gucken, pass mal auf. Ganz kurz jetzt nochmal gezeigt, nicht die schöne Alokasia, sondern unser Seemandelbäumchen. Da können wir wirklich schon sagen, wir haben ein kleines Bäumchen, das mega cool wächst. Guck mal, hier wächst schon wieder ein neues Blatt heraus. Blattfarbe ist helles Grün, das ist jetzt das neue Blatt hier. Das ist das etwas ältere Blatt, ist schon kräftiger. Ne? Und das untere Blatt hier, das erste, was herausgewachsen ist, richtig schön kräftig grün, genauso wie die Keimblätter, die immer noch dran sind. Auch die sind mega cool, ne? Wobei das ganze Wachstum der Pflanze genial ist, von der Keimung her, bis sich das Ganze entfaltet. So, okay, er steht auch hier in dieser kleinen Schale. Auch hier haben wir damals bei dem Keimling, Sämling, so wie wir jetzt gerade in der Brutstation gesehen haben, damals die Wurzel gekappt, eingepflanzt. Genauso wie den anderen, den wir gesehen hatten, der jetzt am Herauswachsen ist aus dem Substrat. Ja, hat wunderbar funktioniert und daher haben wir schon eine kleine Anleitung, wie es funktioniert mit dem Seemandelbaum. Das ist genial. So, ich muss Wasser nachgießen. Das heißt, Moment, ich zeig's mal. Das ist jetzt noch leicht feucht das Ganze, aber nicht mehr viel Wasser drin. Er steht hier noch im Anstau, bleibt er auch noch im Moment. Ja, ist einfacher, weiß Bescheid. Zumindest im mineralischen Substrat, auf keinen Fall in der Erde. So, düngen, ja, nein, vielleicht. Ich werde ihn düngen, pass mal auf, das gucken wir uns gleich mal gemeinsam an. Dünger ist angesetzt bei 3/4 Osmosewasser, also reines Wasser, 1/4 Leitungswasser und 0,5 Milliliter von dem Compo Complete. Und das Ganze gieße ich jetzt mal vorsichtig hier hinein. Wie gesagt, das Ganze im Anstau. Und dann werde ich gleich mal nachmessen, inwieweit die Werte sich hier dann vielleicht verändern, wenn sie so bleiben. So dann bei 500 Mikrosiemens circa. Und dann ist das okay. Dann belassen wir das einfach so und dann haben wir auch Gewissheit, dass wir hier nicht überdüngt haben. Ne? Durchlaufend das Ganze, damit gegebenenfalls die Konzentration, die jetzt zu viel drin ist, im Substrat mit herausgenommen wird ins Wasser und dadurch die Konzentration im Wasser ansteigt, wenn jetzt noch überschüssige Nährsalze, Nährstoffe im Substrat vorhanden sind. Okay, und das messen wir gleich nach. Ich lasse jetzt erstmal stehen und dann schauen wir uns mal erstmal etwas anderes an, solange. Die ist schon genial, ne? Wie einfach das ist mit dieser Methode. Fantastisch, ne? Herrlichst. Oh Mann, das ist so cool. So, da kommen wir gleich nochmal zu den Tamarinden. So, schauen wir mal, was wir jetzt hier drin haben. Wir haben knapp 530, nicht ganz 530 Mikrosiemens hier Wasser drin. Also alles easy, alles okay. Ist nicht zu viel, ne? Läuft. So. Dann haben wir sie damit erstmal weiter versorgt und dann schauen wir, wie gesagt, jetzt die Tamarinden nochmal an, etwas näher und auch die Werte habe ich schon gemessen. Wir haben hier bei dieser Tamarinde, bei der älteren, haben wir tatsächlich knapp 300 Mikrosiemens drin im Wasser, also alles okay, alles easy, mal schon aufpassen, dass wir nicht überdüngen. Ne? So, auch hier habe ich gerade nachgemessen, auch hier mal knapp 300 Mikrosiemens drin, das heißt also auch hier kann ich das nächste Mal wieder dementsprechend aufdüngen. Ne, auf ca. 500 Mikrosiemens. Ich habe jetzt auch, ja, vielleicht ein oder zweimal habe ich jetzt reines Wasser nachgegossen. Das mache ich ja ab und zu halt, ne, damit die Konzentration nicht zu hoch steigt. Ab und zu mal ein bisschen weniger, ist nicht so schlimm. Ne. Ich messe es dann halt nach und dann bin ich auf der sicheren Seite und weiß, ich kann wieder nachdüngen. Ne, aber in der Regel kann man das so schon mal ableiten, dann dementsprechend für später, dass man sagt, ne, so geht es, ohne dass man nachmessen muss. Und von daher verfolgen wir auch das weiter mit dem Thema Düngen, ganz wichtig. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal unsere Tamarinden hier etwas näher an. Die Tamarinde, ach, das ist so ein herrliches Bäumchen, kann ich nur immer wieder sagen. Guck mal, wie wunderschön das Ganze wächst. Wie gesagt, wir sind hier so bei ca. 500 Mikrosiemens, Pi mal Daumen, etwas weniger, manchmal ein kleines bisschen mehr. Aber das ist vollkommen ausreichend für die Pflanzen. Da kommt ja sehr gut mit zurecht. Das ist so schön geworden, Bäumchen.
steht nach wie vor hier, wie gesagt, im Anstau. Ne, Wurzeln kommen unten auch durch. Das ist also eine easy Angelegenheit. Ab und zu gieße ich, wie gesagt, mit reinem Wasser nach. Ist auch mal abhängig davon, was ich gerade an Zeit übrig habe. Oder hast du nicht gesehen? Oder wenn die Pflanzen mir zeigen, ich brauche unbedingt Wasser, dann gieße ich mal schnell, ne, Wasser nach, einfach ohne Dünger. Aber es läuft ganz gut. Das funktioniert genial. Also richtig mega cool. Rückschnitt, ja, nein, vielleicht soll als Savannenbaum im Prinzip mal wachsen. Und von daher würde ich sagen, wir schneiden ihn noch nicht zurück. Ne? Denn er sieht jetzt vom Habitus her richtig schön aus, breit ausladen. Und das soll ja auch so sein, er soll nicht ab nach oben wachsen. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht zurückschneiden, weil dann hast halt wieder Neuaustrieb, der sich dann entwickelt. Da dauert alles wieder so lange und von daher lasse ich den erstmal wachsen. Aber in der Zeit werden wir dann gemeinsam zurückschneiden. Aber auch das mit dem Moos, ne? Ich muss ein bisschen überhalten hier. Das ist einfach nur genial. Ne? Easy, easy. Wir schauen uns gleich mal den Steckling an, den wir damals versucht haben zu vermehren. Ne? Wobei das nicht wirklich läuft. Aber okay. Nur mal gucken, ne? Er lebt. Sehen wir gleich. Pass mal auf. So, da hatten wir vorhin hier reinguckt, glaube ich nicht. Ne? Dann schauen wir hier auch mal kurz rein, dass man das sehen kann. Also die Wurzeln sehen richtig gut aus. Wie gesagt, liegt bei ca. 300 Mikrosiemens im Moment. Also habe ich auch hier mal reines Wasser nachgegossen. Mache ich zwischendurch einfach mal. Das heißt auch beim nächsten Mal können wir den dann dementsprechend mit ca. 500 Mikrosiemens versorgen. Düngerwechsel, ganz wichtig, brauche ich ja nicht mal ansprechen, nicht mal den gleichen Dünger verwenden. Ach so, warte mal. Ja, schneiden wir den jetzt schon mal zurück oder nicht? Ich meine, wächst jetzt allerdings sehr kräftig, er geht ab wie die Post. Das heißt, dementsprechend müsste das Stämmchen auch dicker werden, aber... ja, das ist manchmal so, ne? Also am liebsten würde ich ihn ja zurückschneiden. Ich überlege noch einen Moment und in der Zeit schauen wir uns mal das Baby an hier in der Matsche. Ist doch schon auch ein spannendes Projekt hier mit der Tamarinde in dem Steinwollwürfel. Er hat ja damals in Wasserwurzeln ausgebildet und haben wir die reingepflanzt in den Steinwollwürfel und ja. Aber seitdem hat sich nichts getan an der Tamarinde. Ne? Die Blätter sind nach wie vor dran. Diese Flecken, die hier drauf sind, das ist noch von damals, als wir den Tripsbefall hatten. Aber die sind ja weg, Gott sei Dank, durch die Raubmilben. Ja, dann haben wir das hier in den Untersetzer gestellt, haben hier Sphagnummoos reingelegt. Allerdings totes Sphagnummoos, kein lebendiges. Und das Ganze hat sich jetzt so entwickelt. Wir haben hier noch ein Beikraut mit drin, das ist die Utricularia sandersonii. Weil die so hübsch ist. Und ich hatte sie mal übrig und habe sie einfach damit reingeschmissen damals. Und sie wächst hier drin jetzt, ne? Richtig hübsch. Mal gucken, ob sie sich hier komplett etabliert. Wird sie voraussichtlich. Ah, das ist schon geil, was man alles für Sachen machen kann. So, und jetzt weißt du auch, pass mal auf, ich messe mal eben hier, das habe ich nämlich noch nie gemacht. Was haben wir hier drin? 130, 150, 160. 160 Mikrosiemens haben wir hier drin. Also das ist dann soweit auch okay. Mehr braucht das Bäumchen nicht, weil es ja gar nicht wächst. Ne? Und hier gieße ich also dementsprechend auch keine Nährstoffe nach. Ne? Also das, vielleicht in ein paar Monaten oder keine Ahnung, weil hier bin ich sehr vorsichtig. Wenn du hier Nährstoffe reinhaust, die Pflanze verbraucht es nicht. Ne? Und irgendwann hast du dann das Ganze überdüngt und dann wird es gammelig. Ne? Also da musst du ein bisschen aufpassen bei solchen Geschichten. Im Prinzip wie bei Karnivoren kannst du das handhaben. Ne? Wie gesagt, die Pflanze selber braucht nichts. Sie ist kräftig grün, wächst nicht. Also von daher, da lieber die Finger weg. Ne? Ja, mit der Utricularia. Also da bin ich aber gespannt drauf, wenn das Ganze hier wirklich so schön weiter wächst. Ne? Wäre natürlich eine geniale Sache. So, und jetzt weißt du auch, wie ich das Moos in andere Töpfe kriege. Weißt du Bescheid? Einmal nicht sauber gemacht, irgendwo reingetaucht und schon hast du die... vermehrt, dann wachsen sie auch woanders, die Moose. Okay, das mal kurz hier von unserem, ja, mehr oder weniger Just for Fun Projekt. Aber ist schon eine geile Sache, ne? Das ist mega cool. Beobacht mal weiter, weil das ist solche Sachen, die, ja, da kann man ja, im Laufe der Jahre vielleicht viel davon mitnehmen, ne? Für andere Sachen dementsprechend. Jetzt nicht unbedingt hier für die Tamarinde, aber, ne? Wenn du Spaß an Sachen hast, dann, ne? Weißt Bescheid, kommst du mit Sicherheit auf tolle Ideen, was das Ganze hier angeht in dem Sinne. Ich gucke mal, ob wir das von oben noch ein bisschen besser sehen können. Ich jetzt mal kurz so. Ne? Sieht schon mega cool aus. Ja, okay. Also wie gesagt, die Tamarinde läuft nicht, aber was willst du machen? Ne? Sie lebt nach wie vor. Auch schon ein interessantes Phänomen. Ne? Also das ist echt... Ja, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Ne? Trotzdem eine richtig coole Geschichte. Ja, das ist schon mega cool. Okay. Oh Mann, ey, das könnte ich mir stundenlang angucken. Möchtest du gerne wissen, wie es weitergeht?
Weiter geht es mit, oh mein Gott, einem leckeren Gemüse, wollte ich gerade sagen, einem leckeren Bäumchen, einem gesunden Bäumchen, was gesund macht in dem Sinne. Guck mal, wie wunderschön das wächst. Na, weißt du, was es ist? Oh Mann, ich kann euch sagen, das ist eine Mega-Geschichte hier. Wenn es uns gelingt, ihn scharf zu stellen, sag mal. Ja, wenn es uns gelingt, ihn weiter wachsen zu lassen. Wir fahren einfach mal eine Etage tiefer. Hier unten sehen die Blätter dann gleich, die gehen aber noch nicht mehr so gut aus. So wie hier. Das liegt einfach daran, weil er da damals noch nicht so gut versorgt war. Und man sieht diesen dunklen grünen Ton dazwischen. Das ist also ein Anzeichen dafür, dass er dann anschließend gut versorgt wurde. So, tada, jetzt weißt du auch, was es ist. Ne? Oh Mann, ich sag euch, das ist eine geile Geschichte. Alter Schwede. So, wir sehen, wir müssen Wasser nachfüllen. Bevor ich das mache, entweder schaue ich jetzt nach, weil ich habe es nicht aufgeschrieben, was ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist nämlich sehr wichtig bei diesen Bäumchen, dass wir hier keinen Fehler machen. Oder aber ich messe einfach mal kurz nach, was wir hier drin haben. Denn die Konzentration kann sich nicht verringern, es sei denn, ich hätte Wasser nachgegossen, reines Wasser. Ansonsten sollte sich die Konzentration nicht verringern, denn die Pflanze nimmt das Wasser mit den Salzen darin gelöst auf. Ne? Wurzeln wunderschön. So, pass mal auf. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einfach so mal hin hier. In der Pfütze da unten noch zu messen. So, ich gebe das mal ein bisschen. Guck mal auf Hold. Ziehen wir da raus. Was haben wir drin? 290 Mikrosiemens. 300 Mikrosiemens circa. Ja. Kann er jetzt ein bisschen mehr gebrauchen oder nicht in dem Lechuza Mini Deltini? Oh, das sind so coole Gefäße für die Anzucht, weil die Pflege einfacher ist. Du kannst alles nachmessen, kontrollieren. Oh, das ist so genial. Da komme ich aber nicht mal oben hin. Hallo. Das ist so genial. Das ist fantastisch. An wie würde ich ihn jetzt aufmampfen, ne? Essen. Ja, mehr Moringa braucht das Land hier im Römischen Reich, auf jeden Fall. Okay, wir wissen jetzt schon mal, wie es geht. Das heißt, oh Mann, das ist so eine coole Sache, ey. Wird es uns wirklich gelingen, die Moringa im Haus zu halten? Ist es tatsächlich möglich, wenn man weiß, wie es geht? Oder wird sie irgendwann wieder schlapp machen? Aber von der Größe her gehe ich davon aus, dass es nicht passieren wird. Okay. Lachst du dich kaputt, ich habe gerade mal nachgesehen. Ihr werdet den Clip gleich sehen, was wir gemacht haben. Das war vor 9 Tagen. Haben wir das Ganze aufgedüngt hier, genauso wie wir es jetzt auch gemacht haben heute. Aber dann sehen wir das jetzt nochmal im Komplett, damit ihr das mitnehmen könnt. Denn bei der Moringa ist es sehr wichtig, dass wir alles mitnehmen, was es gibt, wenn wir sehen, was passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Was genau, wie gesagt, werdet ihr gleich sehen. Also, wir nehmen 3/4 reines Wasser, in dem Fall bei uns Osmosewasser. So, dann geben wir jetzt 1/4 Leitungswasser dazu. Da kommen wir auf ca. 180 Mikrosiemens. Jetzt 0,5 Milliliter raus. 0,5, ganz wichtig, ne? Nicht zu viel. 0,5, so. Und dann kommen wir auf etwa einen Wert von 450, 500, Pi mal Daumen. Ne? So ganz genau geht es dann ja auch nicht. So. 400 und ja, knapp 430 Mikrosiemens. Aber das ist dann vollkommen ausreichend erstmalig. So, was machen wir jetzt? Wir hatten hier noch nie Wasser gewechselt. Wie gesagt, damals reines Wasser verwendet. Und dementsprechend habe ich ab und zu einen kleinen Schluck von einer Düngerlösung mit reingegeben. Aber wirklich nur einen kleinen Schluck. Das heißt, ich schüttle das jetzt mal kurz, damit wir den Schmand da unten lösen. Dann gieße ich das komplett weg. Und dann befüllen wir das Ganze jetzt neu. Ich gieße jetzt schon mal ein Stück rein hier, damit das nicht so lange dauert. So, Schätzchen, jetzt bin ich mal gespannt, was du uns dazu sagst. Siehst du wohl, ist schon fast voll. Ein bisschen noch über Substrat hier. Und damit haben wir das Ganze dann tatsächlich jetzt gut versorgt. Und das war vor 9 Tagen. Haben wir das Ganze aufgedüngt hier. Genauso wie wir es jetzt auch gemacht haben heute. Aber dann sehen wir das jetzt nochmal im Komplett, damit ihr das mitnehmen könnt. Denn bei der Moringa ist es sehr wichtig, dass wir alles mitnehmen, was es gibt, wenn wir sehen, was passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Was genau, wie gesagt, werdet ihr gleich sehen. Auch hier verwenden wir dieses Mal den gleichen Dünger wieder. Weil, warum denn? Ich könnte jetzt auch einen anderen Dünger mal nehmen, aber wir bleiben jetzt erstmal bei dieser Pflanze, bei diesem Dünger. Weil es durchaus sein kann, warum die Moringa wächst. Weißt du, was ich meine? So, pass mal auf, ich gieße hier unten einfach schon mal ein bisschen was rein. Also das ist faszinierend, das ist fantastisch. Siehst du, genauso wie letztes Mal, schon fast voll. Kleinen Schluck nochmal oben drüber. Und dann haben wir die Pflanze für ja, circa 10 Tage versorgt. Also ist schon interessant, dass sie das Ganze so geschluckt hat. Das sind 250 Milliliter gewesen, soweit ich mich erinnere. Jetzt habe ich hier gerade nicht geguckt, wie viel drin war. Da waren 900, glaube ich, hat man drin oder so. Kann das sein?
Jetzt haben wir noch 7, nein, noch nicht ganz 700 drin. Ja, so knapp 250 Milliliter haben wir damals hier reingegossen. Und wie wir sehen, hat sie das komplett verbraucht. Das ist also ein richtig cooles Phänomen, das kann ich euch sagen. Dass das so gut läuft mit der Moringa. Sollte uns das wirklich gelingen, die Moringa im Haus zu halten, ja? Alter Schwede, dann hätten wir einen Meilenstein gebrochen, das kann ich euch sagen. So, bedingt durch diesen Selbstverbesserungstopf ist es einfach einfacher, dann gezielt irgendwas anzugehen. Bedingt auch durch die Experimente, die wir gemacht haben und weiterhin machen. Das ist eine mega coole Sache, Leute, das kann ich euch sagen. Ja, liegt es jetzt wirklich einfach nur an dem Dünger? Oder liegt es auch in der Kombination Wasser und Dünger? Wissen wir, wie wir das angesetzt haben? Sehen wir jetzt gleich kurz noch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Doch, ich weiß, was ich sagen soll. Wir müssen neue Aussaat machen, um zu gucken, ob uns das nochmal gelingt. Das, ja, alter Schwede. So, pass auf, ich bin so überrascht jetzt von diesem Ganzen, weil es funktioniert. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es funktionieren würde. Denn damals, nach der Keimung, hatte sie auch diesen Anschein, schlapp zu machen. Ne? Dann habe ich auch gesagt, okay, komm. Wird sowieso nichts, habe ich in der Ecke stehen lassen, habe so lange Zeit gar nicht mehr gezeigt und irgendwann hatte ich dann mal ein bisschen gedüngt und dann fingen sie dann doch an kräftiger zu werden und Leute, ich sag euch, wenn uns das gelingen sollte, ne, dann hätten wir tatsächlich, ja, weiß Bescheid, das ist eine mega coole Sache. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich meine, ich habe noch nie eine Moringa im Haus gehabt, die so wunderschön gewachsen ist, noch nie. Wir behalten die Dosis bei ca. 400 bis 500 Mikrosiemens, mehr erstmal nicht. Ne, denn ich habe jetzt nur die eine. Ansonsten würde ich sagen, komm, wir pushen mal eine auf 1000 Mikrosiemens oder auf 750 und eine auf 1000, um mal zu gucken, wie sie da. Okay, ne, das ist, ich glaube es gar nicht. Ich kann es einfach nicht glauben, ehrlich. Also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das möglich ist. Alter Schwede, Kollege, was geht ab hier im Kanal? Ich glaube es nicht. Okay, ich muss mich sammeln ganz schnell. Oh Mann, das ist so genial. Okay. Es ist an der Zeit für ein Update der Litschi. Nicht von der Sabu, von der Sasa, glaube ich. Von der Sabine. Ja, ich war damals komplett verpeilt, aber ich habe es jetzt so drauf gelassen, sonst irritiere ich euch, die das gar nicht wissen. Ne? Also, von der Sasa, glaube ich. Ne? Von der Sabine. Pass mal auf. Am 4.12. das Ganze hier reingelegt und tada. Ja, so sieht's aus. Guck mal. Teils ist es am Schimmeln. Wir haben einen Samen, der keimt. Also das sieht gar nicht gut aus, ehrlich gesagt. Woran liegt das? Guck mal, einer ist hier, der ja, ganz langsam herauswächst. Ne? Einer. Die fühlen sich auch rau an. Also nicht mehr glatt, die sind rau. Ich gehe davon aus, dass die kaputt gehen werden. Ja, da gehe ich jetzt von aus. Außer der eine hier. Sollen wir ihn retten? Separieren mal. Ich glaube, das mache ich gleich. Ich werde ihn gleich separieren. Warum zeige ich das? Wir hatten ja noch welche geschenkt bekommen, die habe ich schon weggeschmissen. Die waren komplett am Schimmeln. Die hatten wir auch zugeschickt bekommen. Also Früchte, wo wir dann die Samen rausgenommen haben. Ja, das ist jetzt ganz wichtig mitzunehmen, auch wenn es jetzt augenscheinlich nach nichts aussieht. Warum? Ja, warum? Auch ich hatte natürlicherweise eine Aussaat gemacht von Früchten, die ich hier gekauft hatte. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Und dann vielleicht ahnen wir gleich, warum, wieso, weshalb das Ganze so aussieht. Ach, guck mal, da ist ja schon eine Pflanze drin. Lol. Ah, nee, Mensch, manchmal geht es auch zu schnell. Okay, wir haben hier eine Pflanze. Eine fertige Pflanze. Ach, du die Seite hängt hier drin. Oh, gleich rutscht im runter. Die sind nämlich glatt. Die sind ganz glatt, die Samen hier. Richtig glitschig, glatt. Nein, glitschig nie, sondern glatt, glatt. Lol. Oh Mann, weißt du, was glatt ist? Ne? Weißt Bescheid. So, ja, wieso ist das Ganze so? Warum, wieso, weshalb? Ich kann es euch sagen. Ich gehe davon aus, dass die Früchte, die uns zugeschickt wurden, durch die Kälte geschickt wurden. Und das haben die Samen nicht gemocht. Tatsache scheint so zu sein. Ja, also sie sind zu kalt geworden. Davon gehe ich jetzt aus, weil es kann nicht sein, dass diese, von die ich hier gekauft habe im Geschäft, so wunderbar wachsen und die anderen beiden Varianten verschimmeln. Ne? Wie gesagt, waren Früchte, die waren knackig, da war nichts dran an den Früchten. Und von daher können wir davon ausgehen, wenn wir sie zur kalten Jahreszeit einfach so verschicken mit der Post, ohne dass sie geschützt sind vor Kälte, ja, dann sind die Samen dahin. So, jetzt kann ich den aber nicht mehr zumachen, ich muss den einen gleich erstmal rausholen hier. Oh mein Leute, ich sag's euch, ihr gebt die Post ab, ey. Wir nehmen mehr mit eigentlich, als man denken möchte, ne?
So, ich mache das mit ein bisschen mehr nass. Ich muss das Ganze return gleich. Das heißt also, die Samen, die jetzt noch nicht so weit sind, die kommen dann in ein neues Bett im Prinzip rein. Also ganz so nass soll das hier drin nicht sein. Es soll nur eine Luftfeuchtigkeit gegeben sein, aber keine Nässe. Ja, okay. Das ist fantastisch. Man lernt doch mehr, als man denkt. Das ist irre. Ne? Das ist wirklich irre, was man alles mitnehmen kann. Verschickst du Früchte und nimmst die Samen raus und ja, dann verschimmeln sie einfach. Wieso, weshalb, warum, weißt du jetzt. Ne? Ach so, übrigens, ich hatte vor kurzem auch Samen vom Kakao bekommen. Ja, ja, die haben es leider auch nicht geschafft. Da habe ich ein Experiment mitgemacht, um zu gucken, ob das funktionieren könnte. Hatte nicht funktioniert. Jetzt weiß ich allerdings nicht, bedingt dadurch, dass ich das jetzt hier mitgenommen habe, ob es auch an der Kälte lag. Da habe ich jetzt leider keinen Vergleich zu. Oh Mann, ich sag euch, hier geht die Post ab. Okay, das nehmen wir heute auf jeden Fall mit. Ne? Solche Früchte verschicken, wenn es kalt ist, gar nicht gut. Also die dürfen keine richtige Kälte bekommen. Wie kalt sie jetzt waren, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich nehme es jetzt so erstmal mit, okay? Nehmen wir so mit, wie es kommt. Da haben wir aber knapp 330 Mikrosiemens drin. Das ist unsere Mango. Ja, gibt es heute mal Mega-Update. Die Mango, ja, sie ist ja gekeimt in der Zebertüte. Da waren schon Blätter dran, habe ich sie rausgeholt, haben wir sie eingepflanzt, dann sind die Blätter abgegangen, verfault im Prinzip. Dann ist sie neu ausgetrieben, die Blätter wachsen jetzt wunderschön, ohne schwarze Spitzen, genial, ist richtig cool. Die ganze Geschichte war am Faulen, am Schimmeln vor kurzem. Dann haben wir sie gemeinsam eingesprüht mit reinem Wasser, also sauber gesprüht in dem Sinne. Und das hat ganz gut funktioniert. Ne? Ich habe sie heute Morgen nochmal eingesprüht, also das ist ganz gut, also es läuft. Ne? Der Schimmel geht dann tatsächlich mit dem reinen Wasser von dannen, dass wir das auch mitnehmen. So, aber warum ich euch das zeige, ist eigentlich weniger, dass ich ein Update davon machen möchte, weil das jetzt vielleicht noch nicht ganz so wichtig ist. Aber wann müssen wir sie düngen? Wir wissen bei der Mango, wir halten sie bei ca. 1000 Mikrosiemens. Das ist diese hier, unser großes Schätzchen, von dem wir schon so viel gelernt haben. Auch die neuen Blätter, die damals herausgewachsen sind, sehen kräftiger aus. Ich versuche es mal so eben hier. Ne? Richtig schöne, kräftige Blätter. Ja. Nein, jetzt ist es passiert. Glaubst es nicht, ne? Mann. Tja, okay, soll ich das rausschneiden? Jetzt habe ich ihn umgeschmissen. Oh nein, ich habe ihn umgeschmissen. Aber ist nichts passiert, okay. Ja, so kann es gehen, ne? Wenn du dann einfach mal so mit der Hand über den Tisch reißt. Oh Gott sei Dank. Er ist heil geblieben. Aber ich habe ja alles dreckig gemacht. Okay, kurzer Schreck, alles gut gegangen. Ich werde gleich Substrat nachfüllen, dann ist gut, ne? Alter Schwede. Was wollte ich jetzt sagen? Warte mal, düngen, 1000 Mikrosiemens. Jetzt habe ich es wieder. Hier schauen wir uns mal den unteren Bereich an. Das sind die ersten Blätter, die damals herausgewachsen sind. Im Prinzip ähnlich, wie es jetzt hier der Fall ist, ne? So, danach sehen wir hier, jetzt habe ich ein bisschen zu dunkel, wir sehen hier jetzt, Moment, ich will mal eben zum Zeigen, diese komischen Knubbel da, und zwar hier, in dem Bereich hier, da hat die Pflanze damals rumgezickt, da wussten wir noch nicht, wie wir sie pflegen müssen. Da sind die Blätter gewachsen, schwarz geworden, abgefallen und so weiter und so fort. Ich hatte auch schon gedacht, sie geht ganz kaputt irgendwann mal. Gut, wir haben es dann ja geschafft. Ja, also, die ersten Blätter, die sind hier rausgewachsen. Das heißt, wir werden bei der Pflanze jetzt abwarten, bis die Blätter sich komplett entwickelt haben, bis sie wieder neu austreibt und dann werden wir anfangen, gezielt zu düngen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Meine Güte, nee, Schätzchen, jetzt hätte ich dich fast gekillt, ey. Du glaubst es ja nicht, ne? Oh, Jesus und Maria, meine Güte, nee. Okay, so, ist wieder ab. Ich dachte gerade schon, wäre schwarz. Ist Dreck nur gewesen. Oh, meine Güte, Schock. Das schwer kann passieren. Was willst du machen? Ne? Okay, ich denke mal, das war jetzt ganz wichtig, erstmal mitzunehmen zu der Mango. Okay? Wenn schon, denn schon. Wenn wir schon mal freigelegt haben hier zur Hälfte, schauen wir uns mal kurz den Wurzelbereich an. Ne? Also, sie macht richtig coole Wurzeln. Waren ja sehr wenig gewesen anfangs. Also das hat sich schon mal ganz gut so etabliert, das Wachstum. Das ist genial. Also wieso hatten wir jetzt so hohe Mikrosiemens-Werte, obwohl wir ja eigentlich reines Wasser verwenden? Weil wir das Wasser verschneiden mit Leitungswasser. Ne? Das wissen wir ja schon. Und da haben wir circa 180, 200 Mikrosiemens in dem Sinne. Und wenn wir jetzt das Gefäß hier befüllen, also im Anstau halten, ne,
Wir halten das ja hier im Anstau. Das meiste Wasser verdunstet, die Pflanze verbraucht ja nicht viel. Das heißt, wir gießen das nächste Mal nach, wieder mit derselben Konzentration. Da die Pflanze aber nicht viel verbraucht hat, bleibt die Konzentration von vorher gegeben und erhöht sich dadurch dann. Das ist dann trocken geworden im Prinzip, verdunstet, dann füllen wir das Ganze nach, wieder mit 180-200 Mikrosiemens und dadurch wird die Konzentration höher. Das auch mal kurz mitgenommen. Meine Güte, nee, da war ein Schock gerade, ey. Was hab ich mich gerade erschrocken? Kannst du mir glauben, du alter Schwede, wäre das Ding auf den Kopf gefallen und mir abgebrochen. Oh Mann, das wäre mega tragisch gewesen. So, ist aber zum Glück alles gut gegangen. So, ich glaube, wir haben heute eine Menge mitgenommen. Der Film ist etwas länger geworden, weil, ja, das hat sich so ergeben. Ich wollte gar nicht so viel machen, aber dann siehst du plötzlich dies, siehst du das. Und jetzt war ich einen Tag nicht im Haus und plötzlich explodiert alles in dem Sinne. Und gut, dass wir das alles mitnehmen können. So, jetzt habe ich nämlich gerade gemerkt, ich brauche eine vierte Gießkanne. Wir haben eine Gießkanne für reines Wasser, eine Gießkanne für Leitungswasser, eine Gießkanne für aufgedüngtes Wasser dementsprechend gemischt. Und jetzt brauche ich noch eine Gießkanne für reines Wasser gemischt mit Leitungswasser. Meine Güte, ne? So, kommen wir auf vier Gießkannen. Mal gucken, dass wir eine andere Farbe besorgen. Wir haben jetzt grau, blau, grün, rosa. Ja, rosa, siehst du wohl, ne? Dann besorge ich mir da mal eine. Ich glaube, im Rewe habe ich noch welche gesehen. Die stehen hinten irgendwo da, wo jetzt der Tannenbaumkram ist und so. So, ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ich werde ihn jetzt, eingepflanzt habe ich ihn jetzt wieder, also das Ganze nachgefüllt dementsprechend und dann werde ich das gleich angießen hier im Untersetzer wieder. Litschi machen wir morgen, heute nicht mehr, sonst, weil ich bin jetzt gerade echt alle voll erschrocken. Meine Güte, nee, ich sehe gerade, der braucht auch wieder Wasser aufgedüngt dementsprechend auf ca. 1000 Mikrosiemens. So, meine Leute, weiß Bescheid, ey, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Chaos. Mann! Oh, habe ich mich erschrocken. Aber die Tamarinden sind nach wie vor mit die schicksten Pflanzen. Das ist eine, so eine coole Sache. Okay, die Alokasia auch hier. Ne? Das ist eine ganz hübsche. Oh. Und das Blatt, wenn das rauswächst. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf so viele Sachen hier. Weil, warum freue ich mich so? Ja, weil ich mich schon immer über sowas gefreut habe, schon als ich kleines Kind war. Ist nun mal so gegeben. Sonst wäre ich mit der Thematik auch gar nicht so extrem, ne? Würden gar nicht so sehr in die Tiefe schauen normalerweise. Aber ich sag's mal so, mit dem Dünger liegt das jetzt wirklich daran, dass unsere Moringa dann tatsächlich jetzt wächst? Liegt es nur an dem Dünger? Oder ist es die Kombination mit dem mineralischen Substrat und diesem Dünger? Oder die Kombination mit dem mineralischen Substrat, diesem Dünger und der Selbstbewässerung? Also ich kann euch sagen, dazu müssen wir auf jeden Fall noch Experimente machen. Und dazu möchte ich euch auch aufrufen, denn ich kann nicht wirklich alles alleine machen. Das geht nicht. Es ist einfach zu viel. Und ich kann jetzt nicht nur eine Sache machen, weil dann wird der Kanal zu uninteressant. Das möchte ich ja auch nicht. Und die Räumlichkeiten vergrößern kann ich im Moment noch nicht. Wobei ich das auf jeden Fall im Hinterkopf habe, dass wir da irgendwann einen ganz anderen Weg einschlagen. Aber nun ja, ne, erst einmal gucken, dass wir ein bisschen was verdienen und dann sehen wir weiter, wie es dann dementsprechend weitergeht. Weil da bin ich mal gespannt drauf. Alter Schwede. So, jetzt genug gelabert. Wir sehen uns morgen wieder, wenn alles gut läuft. Du weißt Bescheid. Oh Mann, das macht so viel Spaß. Das ist so herrlich geworden hier. Meine Güte, einfach nur mega cool. Okay.